Ja, seid gegrüßt, liebe Poetenfreunde. Ihr müsst keine Angst haben, ich werde heute nicht singen. Da werden einige ganz froh sein. Nein, heute möchte ich euch, liebe Poetinnen und Poeten, eine Botschaft senden. Ihr habt die letzten Tage viel nachgedacht. Ich konnte auch nachdenken, denn der Willi Bienenfreund ist etwas beleidigt und wir hatten hier so einen kleinen Streit wegen der Parkbank und so hatte ich einige Nächte eine angenehme Ruhe. Nur das Zwitschern der Vögel, die Eule, die einem ab und zu auf den Kopf scheißt und die wunderbare, unvergleichliche Stille des Schwarzwaldes. Ja, ich denke, jedem von euch ist klar, was es bedeutet, auf einer Parkbank zu leben. Das muss ich keinem von euch erzählen. Was ich euch aber heute auf den Weg mitgeben will, ist, dass wir unseren Kampf, dass wir endlich WLAN bekommen für unsere Laptops, aufgeben sollten. Vielleicht sollten wir zurückkehren zur edlen Armut, wie es einst unser Hans-Dieter Heun, unser werter Guru aus Niederbayern, gelehrt hat. Zurück zur Basis, zurück zur Natur. Unser Leben wird ja oft so romantisiert, die edle Armut. Wir kennen das Bild vom Spitzweg mit dem Schirm, mit dem armen Poeten. Und es ist ja so wunderbar. Aber wir alle wissen doch, wie es wirklich ist. Wir wissen doch, wie es ist, wenn man sich zuerst mit der Zahnbürste die Zähne putzt und danach die Füße schrubbt. Wir alle wissen doch, wie es ist, wenn man sich rasiert und einem ein gewisser Herr Bienenfreund dann das letzte Rasierwasser klaut. Wir alle wissen doch, wie es ist, wenn man eben, weil man kein WLAN hat, 30 Kilometer läuft, um wunderbares Lavendelbadewasser holt und sich auf ein wunderschönes Fußbad auf der heimischen Parkbank freut. Und dann kommt wiederum ein Herr Willi Bienenfreund und stößt es im Suff um. All das ist nicht schön. Und wir sollten uns endlich dazu bekennen, dass wir nicht nur der Poesie dienen, sondern wir sollten uns wieder zurückerinnern, dass wir eine Funktion in der Gesellschaft haben. Und wir alle wissen doch auch, wie es ist, wenn wertvolle Vorbilder wie der Neil Young und der Bob Dylan ihre Poesie verkaufen, damit sie ihre Villen aufrechterhalten könnten. Nein, die Kollegen, die wohnen nicht auf der Parkbank. Ebenso wenig wie die Kollegen von der schreibenden, bezahlten Zunft. Und ihr habt die letzten Nächte nachgedacht und ihr alle wisst auch, wie es ist, wenn man schreibt und schreibt, der Verzweiflung entgegen, dass bald das Papier ausgeht, dass der Kugelschreiber sich entleert haben könnte. Ihr wisst, wie das ist. Wenn man die Worte, die man sowieso schon sortiert, noch besser sortiert, damit man sie fokussieren kann auf das letzte Blatt. All das muss ich euch ja nicht erzählen, wie das ist. Und so kam es, dass ich letzte Nacht unter den Augen dieser vermaledeiten Eule eine Idee hatte. Und die möchte ich euch jetzt mitteilen und lasst uns endlich mal, auch wenn der Hans-Dieter Heun, dieser Oberguru, immer so stolz darauf war, dass wir uns nie mit Politik befasst haben, lasst uns, und das ist mein Rat, etwas Politisches machen. Lasst uns etwas tun, wo wirklich ins Gesellschaftsleben eingreift. Da schreibt das Badische Tagblatt vom Samstag, den 27. März 2021, der Kutschbetrieb in Baden-Baden ist doch tatsächlich vor dem Aus. Lasst es uns tun und lasst uns den Horst Schlemmer Preis für den schlechtesten Journalismus ausrufen. Die goldene Handtasche. Einen Preis für den erbärmlichsten Journalisten, die erbärmlichste Zeitung, den erbärmlichsten Artikel. Lasst uns dies einmal im Jahr tun und beherzt mit den bösesten Worten, über die wir auf unseren Parkbänken nachgedacht haben.
Lasst uns mit den Waffen kämpfen, die uns geblieben sind. Ja, natürlich kann man fragen, ja warum denn eine Herrenhandtasche? Aber wir haben sie doch alle. Der Willi Bienenfreund hat sie, der Kanzler hat sie, die Walli hat sie, die Handtasche. Das Einzige, was uns an Privatleben noch geblieben ist, dort, wo wir hinter der Rasierklinge oder hinter dem dünnen Flakon, wo wir unser Parfüm verstecken für besondere Anlässe oder unseren Schnaps, wo wir unsere kleinen Gedichte, unsere schönsten Haikus versteckt haben. Dort, wo die Poesie wirklich lebt, in der Herrenhandtasche. Und deswegen bin ich seit Jahren nicht nur ein Kämpfer gegen das Plusquamperfekt. Ich bin auch mit Horst Schlemmer, jenem eigenartigsten der Journalisten, aber der gleichzeitig auch der ehrlichste ist. Mit dem gemeinsam führe ich einen Kampf für die Herrenhandtasche. Wir sollten diese Herrenhandtaschen nicht einfach verstecken. Genauso wenig wie unsere Armut, die ist Teil unseres Lebens. Wir sollten stolz sein und sollten sie als eine Art Erkennungszeichen nutzen. Aber ich will euch gar nichts aufschwätzen. Ich überlasse euch ganz einfach der unvergleichlichen Stille des Schwarzwaldes. Und nun werde ich euch allein lassen mit dem Schweigen des Schwarzwaldes. Jenem Schweigen, wo die wunderbarsten und durchdringendsten Ideen entstehen. Und sage euch frohe Ostern und auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Always hard to be with poetry. I'm a poet, schweben durch die Zeit. Nur zur Info, die armen Poeten sind eine Facebook-Gruppe. Administrator Hans-Dieter Heun und die Walli. Name nicht aussprechbar. It's always hard to be fucking poetry. Das Hungertuch, ja, dann geh und schreib ein Buch.